So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakengard 3, den DLCs. Wir sind gerade bei Tu's DLC und beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass sie Cent liebt. Das wussten wir schon, aber jetzt haben wir mitbekommen, wie sehr sie ihn liebt. Und ihre Konversationen sind, auch wenn sie diesmal nicht voller zweideutiger, seltsamer Sachen sind, irgendwie ein bisschen... Okay? Genau. Aber all diese Glücklichkeit könnte jetzt aufhören, denn erstens habe ich ja schon vermutet, dass irgendwas mit den Kindern passieren könnte und zweitens wird es in der Beschreibung von der nächsten Mission auch irgendwie bestätigt. Also, Spoiler, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Wir werden es herausfinden. Los geht's. Aber vorher sind wir nochmal an einem Lagerfeuer, das wir uns auch erstmal angucken. Hey, Cent, let me see your palm. Whatever for, my lady. They say if two people have the same crease in the center, they're fated to be lovers. Oh? Why even bother looking? Heißt das, du hast etwa Angst, dass du nicht der richtige, liebende Mensch für sie bist? Huh? We are united by destiny, my lady. No matter what our palms say. Otherwise, we would have never met each other to begin with. If you weren't with me, Cent, I don't know where I'd be. Impossible. What? That idea that you and I might not have come together. It's impossible. And it's impossible that we could ever part from each other. You will always have me by your side, my lady. Oh, Cent. I love you. And I you, Lady Two. Oh, call me Two when it's just the two of us. As you wish. And what shall I call you when we are one? When we're... Oh, hey, stop embarrassing me! Ach, Mann. Auch wenn die Dialoge echt... Sind sie angenehmer als alle anderen Dialoge in diesem Spiel irgendwie. Und irgendwie ist es einfach schön. Aber... Irgendwie wird es ja jetzt... wohl demnächst aufhören, schön zu sein, nicht wahr? I sure hope the kids are eating properly. The children in the orphanage, you mean? Yeah, they can be kind of picky sometimes. And we had to leave them at the Cathedral City when we went out like this, you know? Are you concerned they might not like it over there? Or that they're causing too much trouble for Lady One's people? Yeah, both. I don't know. I'm just worried, you know? Well, you shouldn't be. I know, genius. And those kids are all pretty sharp. Plus, that underground cathedral where they're staying looks really comfy. Yeah, I hope so. Regardless of that, I'm sure they all miss you terribly, Lady Two. It just makes me feel lonely. Do you mind if I cry a little? Of course not. My arms are always open to you. A letter just arrived from Decadus. It seems something bad is happening in the Cathedral City. Something bad? Are the orphans all right? They should be. They're holed up deep underground. And they've got a squadron of enhanced soldiers guarding them, so... They should be isn't good enough, Cent. We have to go check on them right now! Der 25. April 1999. There are so many things that require protection. But there's a limit to how much can actually be protected. Such a simple concept. But back then, I was incapable of understanding. Okay. Also kannst du nur eine Sache beschützen und du wirst Cent beschützen, ha? Huh? Aber wirst beides natürlich beschützen wollen. Verstehe ich es richtig? Ich habe keine Ahnung. Oder du gibst halt deine Psyche auf. City. Cent, answer me. I don't know. Ich weiß es auch nicht. Aber das wäre halt auch eine Möglichkeit. Sie gibt halt ihre geistige Gesundheit auf und ist deswegen so kaputt im hinterher. I can't stand it. I can't stand it. Lady Two, please, calm yourself. Das war's dann wohl so langsam, wie gesagt, ne? Oh Mann. Ach ja, Untote sind auch schon angsteinflößend, ne? Irgendwie.
Ah, ich erinnere mich, wir haben irgendwie bekämpft. Man muss irgendwie angreifen, dann ausweichen und dann einfach angreifen, ne? Ja, ja, genau. Oh Gott, das ist ewig her, dass ich gegen die gekämpft habe und ich konnte sie damals schon nicht leiden. Aber irgendwann haben sie das Überleben, wenn man sie einmal trifft halt, ne? Kommt schon, sterb bitte einfach. Und diese komischen Spirits sind auch wieder in der Luft hier. Die sollte ich eigentlich als erstes loswerden am besten, ne? So, auf den Boden. Mit euch allen. Den Boden der Tatsachen zurück. Oh Gott. Nein, nicht da reingehen. Nicht da reingehen. Nicht da reingehen. Ja, stirb. Danke. Bist du tot? Oder. Ja, hör auf anzuvisieren, wenn er tot ist. Den will ich auch noch loswerden hier. Stirb doch. Danke. Und du auch noch. Und wo ist der letzte Spirit? Irgendwo ist da noch einer. Hallo? Warum sind hier noch vier untot eigentlich? Achso, die sind noch gar nicht da, ha? Versteh schon. Oder sind sie doch schon da? Ach, die sind noch nicht. Ich bin voll wild gerade. Ach, die waren gar nicht. Oh, ah, okay. Ja, ich versteh's so langsam. Ich habe schon lange nicht mehr gegen diese komischen, nervigen Skelette gekämpft, okay? Ich muss wieder da reinkommen. So. Stirb! Los, danke. Und du auch, bitte. Ja, vielleicht fange ich jetzt gleich wieder an, die Kämpfe rauszuschneiden. Ich glaube, das wird ein bisschen nervtöten sonst. Und wenn der Bosskampf wieder so lange dauert wie der letzte, also von Kapitel 3. Kapitel 3, ja, Lady 3, wie auch immer. Dann wird der Part wahrscheinlich auch wieder zu lang. So, könntest du jetzt bitte. Bitte? Bitte nicht so scheiße sein. Ich wäre dir sehr. Holy shit, renn nicht in die falsche Richtung. Ah, ich könnte kotzen. Was war das da für ein schwarzer Balken in der Luft? So, das war's jetzt. Die nächsten Kämpfe werden rausgeschnitten. So ein Scheiß. Ich bin wütend. Wütend ohne Ende. Oh Mann. War das nervtötend. Zum ohne Witz. Ich glaube, das Gebiet ist noch gar nicht so lang, oder? Muss so Karte bitte mal ganz aufrufen? Monsters naja, geht. Die Orphans! Send! Ich schwöre, sie werden sicher sein. Und so will you, Lady 2. If anything happened to those kids, wie kannst du das versprechen, Sand? Das sind doch nur leere Versprechungen. Ich weiß, du willst sie beruhigen und so, aber du kannst es nicht wissen. Und es wird ganz sicher irgendwas Abgefucktes mit ihnen passiert sein. Es ist Drakengard, okay? Ich wiederhole das gerne nochmal. Naja, egal, wir rennen jetzt hier an allen Gegenden vorbei. Da bin ich zwar vielleicht wieder unterlevelt oder so, aber hey, ich meine, ich bin eh der maximal ein Level unterlevelt. Holy shit, was für eine Armee da hinten. So, irgendwas hier zu mitnehmen? Na gut, keine Heilung. Ich will nur Heilung, der Rest ist mir relativ egal. Auch wenn ich eh genug Items habe. So, da ist ein Checkpoint. Und was ist das da? Warum ist da ein Kreis? Kann ich wieder Drachen fliegen oder was? Vielleicht? Oder war das schon alles? Ah! Gegner! Natürlich, was auch sonst? I may have made them less than normal. What? Reinforce them with the power of your song. That may be why. No! Was hast du getan, Sandman? Bist du also daran schuld? Mann, ich mochte dich, okay? Und jetzt machst du Tour einfach traurig. Die war voll lieb. Und jetzt wird sie verrückt werden wegen dir. Oh Mann, ich mag dich trotzdem noch, aber nur wegen deiner Haare. Okay, nur wegen deiner Haare. Das ist die einzige Begründung dafür. So. There's so many. Ach, mehr davon. A monster now because of my soul. It's too early to say. Besides, this is my fault. I am the one who borrowed your song's power. None of this is your doing, my lady. It's all my fault. Nein, es ist Sens Schuld. Lady 2, please get a hold of yourself. Er ist ein Vollidiot. Aber das ist ja nichts Neues. Das sagt er auch selbst immer, ne? I'm just an idiot after all. Ist ja sein berühmtes Zitat. Ja, sein berühmtes Zitat. Weltberühmt. Wird ständig zitiert, überall. Sage ich vor allem relativ oft. Aber ohne es zu zitieren, wirklich. Ah, ich sterbe hier selbst gerade. Also beschwere ich mich über andere Menschen, die jetzt nicht sterben müssen. Ja, wir töten immer mehr Menschen. Wir haben aber auch schon im letzten Kapitel Menschen getötet. Also von daher ist es nichts Neues irgendwie, ne? Und die machen echt viel Schaden, holy shit. Das
echt gruselig. Ich gehe mal in den Tonner-Mode, dann sollte es gewesen sein. Ich denke, es kommt nicht mal allzu viel hier nach. Der Boss wartet ja noch bis zum nächsten Kapitel. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, langsam. So. Was ist das? Es kommt mehr? Tja. Und er möchte überleben, auch wenn es ihn tötet, zu überleben. Nicht wahr? Das hat er dir ja versprochen, schließlich. Von daher, komm schon. Hilf ihm, dieses Versprechen einzuhalten. Du liebst ihn doch, oder nicht? Auch wenn er ein verdammter Vollidiot ist. Und der echt gruselige Sachen mit diesen Leuten hier gemacht hat. Die sind jetzt ein bisschen weniger als normal. So wie ich ungefähr. Nur, dass ich deswegen nicht irgendwelche Leute angreife vielleicht, sondern, keine Ahnung, andere gruselige Sachen mache. Nicht wahr? Ja. Genau. Da gibt's Sinn, ich weiß. So. Komm schon, nur noch 3 Stück. Ja, das dauert alles nicht so lange, weil die Gegner sind alle ziemlich schwach. Die machen halt nur viel Schaden, aber viel aushalten tun sie wenigstens nicht. Komm schon. Danke. Was ist das denn jetzt? Oder kommen jetzt nochmal 50 Stück, ha? Huh? Okay, das war's jetzt. Okay, wir können weiter. Ja, das müssen wir wohl. Ja, das müssen wir wohl. Things that are precious and things that are not. Things that mustn't break and things that may. Tell me. Who has the right to decide such things? Jetzt werde ich nicht so philosophisch, Mensch. Das ist mein Job. Aber ich möchte gerade nicht darüber philosophieren, okay? Ich möchte gerade herausfinden, was hier passiert ist. Aber wenn hier auch noch solche Gegner sind, dann kann es den Kindern eigentlich ja nicht gut gehen, oder? Aber wenn ich so über das Datum auch nochmal nachdenke, das spielt ja, glaube ich, dann später als die anderen DLCs hier. The cathedral's changed completely. It's bad. Lady Two, please. You must hold it together. Skulls. This is madness. It is indeed an act of sacrilege. You could have done this. So scary. Yes, my lady. Children! You must keep moving. Try to stay close to me. This isn't what I wanted. This isn't... Lady Two. Kent. Kent, where are these children? We were supposed to have a picnic this afternoon. Lady Two. I bet they're all crying. Are we still not there yet? Where are the children? No. Das werden wir bald herausfinden. Sie werden wohl hinter dieser Tür da hinten sein, ha? Huh? Wenn sie noch da sind. Jedenfalls, worauf ich eigentlich irgendwann mal hinaus wollte. Das hier spielt auf jeden Fall nach den anderen DLCs und die Länder haben hier schon den Entonern gehört, anscheinend. Aber so langsam geht es trotzdem alles über den Bach runter. Teils anscheinend wegen Sand. Oh, danke, Sand. Ich liebe dich. Oh, Mann. Okay, komm. Sind nur 3 von denen. Oh, Gott. Bin ich jetzt echt gerade gestorben? Oh, Gott. Leck mich am Arsch. Ja, bis gleich. So, komm, stirb. Diesmal nicht ich. Warum lebst du noch? Oh, Gott. Ich sterbe ja nicht direkt. Oh, Gott. Ich bin angepisst. Mensch, warum dauert das schon wieder so lange? Oh, Gott. Ich sterbe schon wieder. Okay, okay. Fuck my life. Fuck my life. Ich brauche schon wieder viel zu viele Items. Und der Bosskampf hat auch nicht mal angefangen. Wie beim letzten Mal auch. So, werd die Skelette jetzt komplett los, bitte. So, 1 weg und da ist noch 1 übrig. So, aber nicht mehr lange. So, was ist jetzt? Ja. Okay, gut. Tür öffne dich, bitte. Und mal sehen, was uns dahinter erwartet. Ein Checkpoint erstmal. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, aber ansonsten... schließt sich die Tür auch sofort wieder. Noch sehe ich keine Kinder. Und irgendwie sieht es ja auch nicht nach einem Ort aus, wo Kinder sein sollten.
What the fuck? Okay. No! What is that thing? I'm scared, Sand! It's all right, my lady. Das ist eines der interessantesten Gegnerdesigns im gesamten Spiel irgendwie. Danke dir, DLC. Danke, dass du einen coolen Bossgegner erschaffen hast. Oder so. Genau. Bin dir sehr dankbar. Nehmen wir es jetzt. Das ist echt ein cooler Boss, muss ich sagen. Vom Design her zumindest. Ob er auch coole Sachen kann, ist eine andere Frage. Aber er sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Vor allem mit dem menschlichen Schwanz. Ja, so in etwa. Also ihr wisst schon, was ich meine. Nicht... Oh. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Ja, es tut weh. Kann ich mir vorstellen, wenn ich so aussehen würde, würde es auch weh tun. No. Those voices. Is that the children? These aren't your children anymore. It's a monster. Why are they screaming? Why are they crying? Why are they calling out to me? No, 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 no! Ich sterbe! Ich sterbe so sehr! Man ist so unsichtbar! Disappeared. Damn it. Look at me, Lady Two. It's me, Sent. I'm right here. Where are the children? This monster can't be them. It can't be. Right, Sent? There's no way. Right? Lady Two. Musik macht es echt nicht angenehmer, okay? Echt nicht. Hey, ich nehme mal Buffs gerne. I wish I'd never had the power of the song. This isn't your fault. It's mine. I failed to use your song correctly. We're going to be together forever, all right? I'm not going to let you die. Not like this. It's at the end of the footprints. Danke für den Tipp. Ist mir auch gerade aufgefallen, dass hier Fußspuren sind. Aber holy shit, man. Look at my power. Look what my soul did. We can still hit it when it's invisible. Ja, das können wir, Sand. Danke, dass du jetzt diese ganzen intelligenten Ideen raushaust. Ich habe schon längst verstanden, wie der Boss funktioniert. Aber ich möchte ihn noch nicht töten, weil ich weiß, ob noch mehr Dialog kommt. Aber ich glaube, so langsam war es das, oder? Ich glaube, so langsam war es das. Phase 2.
Please snap out of it. I can take this pain for you. Take refuge in me. Sid! No. Damn it, please, no! This... Did I cause all this? Du bist halt ein ziemlicher Idiot, nicht wahr? Aber hey, irgendwie... Ich weiß ja nicht, was du genau vorhattest, aber wahrscheinlich hattest du auch nichts Böses vor. Ach, das sind alles Idioten. Das ganze Spiel ist ein Vollidiot. Sie tut mir gerade echt leid. Sie dreht jetzt komplett durch und dann hat sie den kompletten Verstand verloren und ist komplett leer. Wir haben es ja gesehen im Hauptspiel. Ich denke, jetzt kann ich es echt beenden, wenn ich nochmal lebend dahin komme. Wo ist der Boss? Da. Nimm mal eben den Tonermaut und jetzt hau ich drauf. Ich hoffe, das ist dann jetzt das Ende. Ja, sollte es sein. Oh Mann. That I will accompany you to wherever your broken spirit takes you. By the end of the battle, the Intoner's spirit had been shattered. The broken shards fell deep into darkness, doomed never to return. This is the story of a couple deeply in love. The story of a foolish couple. The story of a couple ruined beyond repair. So schnell kann sich alles ändern. Am Anfang noch von Liebe geblendet und glücklicher als alles andere. Vielleicht ein bisschen zu glücklich, hat sie auch selbst gesagt. Und am Ende, ja, so das Gegenteil von glücklich, ne? Ja, so das Gegenteil von glücklich. All missions complete, obtain 2 swords. Okay, cool. Habe ich bei den anderen auch Waffen bekommen? Ich habe gar nicht aufgepasst irgendwie. Ha, vielleicht habe ich auch Waffen bekommen. Was auch immer, ist sowieso nicht das, was mir unbedingt wichtig ist, irgendwelche Waffen zu bekommen. Ich würde sagen, dann war's das für diesen Part und beim nächsten Mal sehen wir uns Once DLC an und mal sehen, was da so passiert. Aber ich glaube, viel interessanter kann es kaum noch werden. Das war echt Abfuck, auch wenn ich nicht viel dazu sagen konnte, weil die ganze Zeit geredet wurde, aber naja. Ich fand es übrigens ganz schön, ist mir nämlich auch gefallen, wie hier die Beschreibungen auch diese ganze Liebe komplett beleidigen. The mushy bullshit, deep and loving banter. Oder hier oben. As two and Sand continue dispatching foes, their sickening lovey-dovey nonsense, their feelings for each other deepen. Also ja, auch, ich glaube, Accord hat diese Beschreibung ja wahrscheinlich verfasst. Auch Accord findet das ein bisschen... Ja, nervtötend, wie sehr sie sich geliebt haben. Okay, das war schon ein bisschen... Wie gesagt, aber es war mal eine gesunde Abwechslung von allen anderen, die sich irgendwie nicht so gut verstanden haben. Naja, wie gesagt, das war's. Beim nächsten Mal gucken wir uns Once Kapitel an. Bis dahin. Ciao.